So Leute, willkommen zurück zu einem neuen Part von Kirby's Dream Land 3. Und wie ihr seht, sind wir fast mein Boss und ich würde sagen, die vorletzte Stage machen wir jetzt mal. Die richtig schöne Umgebung mit Wasser und wunderschönem Hintergrund. Oh, ein Mr. Krabs. Und wir nehmen mal dich und deine Spezialfähigkeit. I'm firing my laser. Oh, ist schön. Immer hübsch die Sternchen einsammeln. Die Hexen auch da oben. Wegmachen. Buff. Buff. Na. Schön das Power abhalten. Meinen schönen Laser. Ich bin mal gespannt, wie der zweite Boss aussieht. Bestimmt noch cooler als der erste, bestimmt mehr drauf als der Baum. Der war ja wie immer lame. Oh, Secret Tür? Geheimtür oder wie? Das wäre jetzt cool. Bums. Zack. Ich muss ja echt sagen, jetzt wo das Spiel natürlich flüssig läuft und so, gefällt mir das richtig gut. Und ja, es tut mir auch leid mit den letzten Aufnahmen, weil irgendwie der Ingame-Sound so ziemlich am Arsch war, sag ich mal. Ich weiß nicht genau, woran es gelegen hat. Vielleicht lag es an Skype. Vielleicht hat es auch andere Gründe gehabt. Sieht, hier kann ich nicht mehr lang. Auf jeden Fall, jetzt scheint es gerade relativ gut zu gehen mit dem Sound. Wie ich selber merke. Okay, wo muss ich lang? Ich nehme mal die goldene Mitte. Okay, war es jetzt nicht. Oh, das ist eine Tür. Ach, verstehe, da komme ich wieder zurück. Gut, hab verstanden. Ist wieder so was wie bei Kirby's Dream Land 2. Das Ding mit dem lustigen Scroll-Level. Ach, das war wieder falsch. Okay, erste Tür oben, zweite Tür unten. Erste Tür oben. Zweite Tür unten. Bam! Der Hamster hat auch seine Cappy aufgehabt. Okay, muss ich jetzt lang? Oben? Nein. Ah, das war in die Mitte. Okay, ich habe verstanden. Oben, unten, Mitte. Scheint der Code zu sein. Gut. Oben. Unten. Ah, nee. Doch, war richtig. Und jetzt Mitte. Schlusstür? Oder kommt noch was? Ach, die sehen aus wie die Dinger aus Mario. Ich meine, was hat Mario und Kirby zu suchen? Ich meine, ihr seht es ja selber, ne? Wieso war zum Beispiel... Ach, ich kann die zerstören.
Ja, das muss man doch mal gesagt werden, dass man zerstören kann. Bam. Und bam. Und drin in die Tür. Ach, die Dinger wieder. Aus dem Weg. Wir haben es eilig. What the fuck? Ein Yoshi-Ei mit schwarzen komischen Tränen drin. Also irgendwie erinnert mich immer mehr Sachen hier an Mario in diesem Spiel. Fragt man sich doch, was hat Mario und Kirby zu suchen? Immer und immer wieder. So, wir müssen nach oben. Oh, da geht meine Energie dahin. Schaffe ich es noch? Oder werde ich sterben? Lauf! Ja, ist klar. Kurz vorm Schluss. Nein, warum auch nicht? Na egal. Was hast du für uns? Ach, den Schirm des Todes. Komm, wir fliegen einfach mal nach oben. Diesmal nicht, Freundchen. Was ist denn für ein Puzzleteil? Naja, gut, egal. Und flupp. Oh, Niete. Schade. Und ein wunderschöner Hintergrund. Was ist das für ein Boss? Ein Fisch. Ah, ich habe den Schwachpunkt gefunden. Schön. Gut. Da. Einmal getroffen. Ah, du bist leicht. Zweimal. Dreimal. Viermal. Ah, jetzt kommt eine zweite Phase, verstehe. Wie mache ich jetzt die? Muss ich jetzt mit Blasen angreifen oder wie? Hä? Ach so, verstehe. Ja. Komm, friss das. Nein, 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 nein. Ah, entschuldigt mich, Leute, kurz. So, ich würde gerade mal sagen, auf ein neues, ne? Bin jetzt gerade wiedergekommen und, ja, machen Akro nochmal. Ich glaube, jetzt wissen wir, wie er tickt. Zack! Jetzt kommt eine zweite Phase. Einfach alles zurückschießen, was er aus seinem Mund fallen lässt. Außer, ich sehe gerade, die Anker können wir nicht zurückschießen, aber seine Schädel. Komm schon, treff. Hack. Na. Wieso treffe ich ihn denn nicht?
Und der ist down. Ja, wir haben es wieder mal geschafft, Leute. Und da oben ist das Sternchen. Und eine weitere Welt ist frei. Und ich merke, dass der Ingame-Sound zu leise ist. Moment. Zu laut. Ich will das mal kurz ändern. So, und zur Level 3. Da machen wir noch ein bisschen. Sand Canyon. Aha, also eine Wüstenwelt kommt jetzt auf uns zu. Ah, ja. Level 3, Sand Canyon. Oh, ist das schön. Ist das eine wunderschöne Welt. Und ich würde sagen, die eine Welt machen wir noch, Leute, und dann... aber auch erstmal genug. Bam. Fireball! Ach, ist das schön. Ist das ein wunderschönes Spiel. Ich hab Spaß und Spaß sollte im Vordergrund stehen, Leute. Wenn ein Spielkind Spaß macht, dann sollte man es nicht let's playen, ne? So. Dann. Oh, hat mich erwischt. Schade. Naja, gut. Egal. Machen wir mal. Upp, upp, upp. Gumba. Und wir... ach, da stand einer. Habe ich jetzt fast übersehen. Die kleinen Dinosaurs. Und nochmal. Und springen nochmal. Und nochmal. Und rein da. Da. Was war das eigentlich gerade für einen Sound? Habe ich gerade ein Leben bekommen? Ich habe gerade nichts drauf geachtet. Bam. Und rein durch die Tür. Bumm. Hamster, die nehmen wir gleich mit. Vielleicht bist du uns ja hiervon nutzen. Ach, das ist schöne Musik. Macht richtig gute Laune. Allgemein macht Kirby immer gute Laune. Weil Kirby auch voll die Spaßkanone ist. Ach, ist das schön, macht das Spaß. Hopp, hopp. Und bam. Und schnell weg hier. Ah, hat er mich noch nicht getroffen. Kann ich die zerstören, nicht die Kanonen? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Ah. Stones. Ups, da geht meine Energie dahin. Und ich bin ja fast am Ende mit meiner Energie. Okay, jetzt bin ich am Ende mit meiner Energie. Einen Versuch habe ich noch. Hm, okay, macht mir scheinbar nichts aus. Keep rolling, 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 rolling. Keep rolling, 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 rolling. Keep rolling, 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 rolling. Keep rolling, rolling, rolling. Ah, jetzt nicht mehr. Und nochmal, keep rolling, 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 keep rolling, 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 keep rolling, 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 rolling. Ein Höhlenmensch!
Ah, so eine Art Canyon-Welt scheint das zu sein. Cool. Ich würde gerne wissen, was sie drauf haben. Höhlenmenschen, das ist ein Power-Up, aber ich kann sie gerade nicht einsaugen, weil ich gerade noch einen Stone in mir habe. Ein Stein fällt mir vom Herz. Schön ausweichen. Wie lange geht denn das noch? Ah, hat sich erledigt. Bum. Ein Pilz. Ein guter Sprung. Und eine Niete. Schade. Gut Leute, ich würde sagen, das war's für erstmal von Kirby's Dream Land 3. Im nächsten Part geht's dann weiter in der Canyon-Welt. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss Leute.